Servus Leute, heute zeige ich euch, wie ich diesen Spiegel so schräg eingebaut habe. Ist wahrscheinlich jetzt nicht die perfekteste Lösung, aber als Gedankenanstoß würde ich immer sagen, ist nicht schlecht. Ich habe mir so eine Geldbörselkette gekauft bei Amazon. Die sind recht stark, halten viel aus. Und so Türscharniere für die untere Seite vom Spiegel. Ja, und so soll das Ganze funktionieren. Also beide müssen, die linke und die rechte Seite von den Scharnieren müssen nach links zeigen. So wie ich das jetzt hier mache. Das ist jetzt der rechte. Der schaut genauso nach links. Ja, mit so einem Malerklebeband, das eignet sich wirklich sehr gut, da es sich eben nicht ausdehnt, um eben die Löcher hier zu zeichnen und auf der Wand dann zu übertragen. Jetzt einfach die Mitte vom Spiegel nehmen und eben die Mitte vom eben dort, wo das Ganze auf der Wand aufgehängt wird, wo ihr das ungefähr haben wollt. Jetzt einfach das Klebeband dann auf den Strich, was ich auf der Wand gemacht habe, drauf geben. Jetzt noch die Höhe bestimmen. Und mit einer Wasserwaage eben das Ganze ausrichten, damit das schön gerade ist.
Jetzt einfach die Schrauben anbringen. Das ist eine Rigipswand. Deswegen benutze ich auch Metalldübeln, Rigipsdübeln vom Fischer. Das ist jetzt der obere. Links und rechts habe ich schon welche verschraubt. Jetzt hängen wir den Spiegel auf. So, jetzt die Kette drauf geben, dann können wir ihn schon neigen. Also falls einmal wirklich passieren sollte, dass der Spiegel nach rechts stark geschoben wird und sich der von unten aushängt, wird er von der Kette auf jeden Fall aufgehalten, damit das Ganze nicht runterfliegt. Und so sieht das Ergebnis aus. Ich hoffe, meine Idee gefällt euch und ja. Bis zum nächsten Mal. Baba.